Moin moin ihr Landratten, was geht ab? Blackout ist am Start und willkommen zu einem weiteren Video. Heute aus der Crib, heute gibt es ein richtig geiles Video. Ihr habt es im Titel schon gesehen, wir haben uns das günstigste Elektro-Quad auf Amazon gekauft. Es gibt ja diese Videos schon, Kulowu hat schon viel mit Motorrädern gemacht, aber ich habe noch nie so ein Quad gesehen und ich fand, das letzte Mal, als ich ein Quad gefahren bin, hat das richtig Spaß gemacht und dachte mir, so ein kleines Elektro-Quad, das muss ich auf jeden Fall ausprobieren. Und hier steht das Ganze. Wir haben ein riesiges Paket, das wurde per Spedition geliefert. Das heißt, ich musste noch einen Termin machen und dann kam der mit so einem Gabelstapler in Mini. Wie heißen diese Hubwagen? Ne? So ein Hubwagen hat mir das vor die Tür gestellt und ich habe das hier reingezerrt. Hinter der Kamera ist übrigens Medis und der wird mir heute hoffentlich tatkräftig zur Unterstützung stehen, weil ich glaube, wir müssen das noch ein bisschen aufbauen. Wollen wir es mal auspacken? Ja. Ich bin gespannt. Es ist auf jeden Fall, ich finde das so geil, so riesige Pakete irgendwie auszupacken. Und ich muss sagen, ich glaube, hier drin ist auch so ein kleiner Kindertraum von mir. Kennt ihr das, diese Elektroautos und AMGs und Mercedes und Cabrios, wo du dich als Kind reinsetzen konntest? Sowas wollte ich immer haben. Hatte sowas aber nie. Und jetzt ist es soweit, ich bin groß genug, alt genug, ich kann mir sowas selber kaufen. Im Kopf aber noch ein Kind. Oh. Junge, guck mal, das ist ein richtiger Stahlkäfig hier, was ist das denn? Oh, Dekor ist auch dabei am Start. Alter, das ist kleiner als ich dachte. Was? Das ist ja voll klein. Also meinst du, ich passe da drauf? Hier ist der Schalthebel. Ist das geil. Wird natürlich ein super Werkzeug sein. Und was ist das? Lenkrad oder was? Alter! Ich bin so gespannt, was wir für den Preis erwarten können. Ich weiß gar nicht, wie man das hier, also wie kriegt man das denn aus dieser Box raus? Wie viel hat das jetzt gekostet? Ich glaube knapp 500 Tacken. Also schon teuer. Ich würde sagen, wir versuchen das jetzt erstmal hier rauszubekommen und erstmal grundsätzlich Ordnung zu schaffen und machen dabei eine kleine Timelapse. Also, ran ans Werk. Fight for my attention, for your attention, you must prove it. Cause if you can find it, you don't can find it, you let it move. Make way for the genie, scream for the dream, may come through. So, das Teil steht. Am Anfang dachten wir, es wäre ein extremer Lowrider, aber wir mussten hier noch das absolut geile Federbein festmachen. Wir haben vorne, guck mal hier, wir haben schöne Bremsscheiben mit einem Kolbenbremsanlage. Richtig geil hier. Ich finde aber, es sieht wirklich eigentlich nice aus. Also es ist natürlich Miniatur, aber ich finde sonst eigentlich sieht es richtig aggressiv aus. Wir haben jetzt das Design noch nicht drauf geklebt, weil all black, you know, das ist der Shit. Und ja, wenn das grün leuchtet, soll es eigentlich aufgeladen sein. Das heißt, wir können das Ding mal hier abschließen. Und ich hoffe, das funktioniert, weil wir haben da noch irgendwelche Sicherungen liegen. Ich hoffe, wir haben jetzt an der Elektronik gar nichts gemacht. Ich habe da mal kurz reingeguckt, aber es ist absurd. Da drin sind Kabeleien, da steht Indicator und Brake Lights und so weiter. Das heißt, du kannst hier Blinker und so anschließen. Richtig random. Und ja, wir haben hier einen Schlüssel, da steht LHM, keine Ahnung. Wir haben hier Off, Forward, Reverse. Dann haben wir hier noch ein Zündschloss. Das müssen wir auch mal abmachen hier. Das heißt, wir haben zwei Zündschlösser und nochmal einen Knopf und so. Und ich hoffe, dass wir es dann irgendwie jetzt zum Fahren bekommen. Was ist das denn? Aua. Scheiße. Oh nein. Ich habe meinen ganzen Fingernagel abgebrochen. Das ist so eklig. Wieso nimmst du auch keine ordentliche Zeit? Was war das denn gerade? Oh, fuck. Ich habe den Fingernagel abgebrochen. Das nervt immer. Ja, egal jetzt. Ach Mann. Wieso nimmst du nicht auch einfach eine Zange? Ja, weil ich ein Idiot bin. Ich muss jetzt nicht filmen. Ja, das müssen wir für die Nachwelt festhalten, was du hier treibst. Ich weiß nicht, wieso ich kein Dingens habe. Ja, jetzt brauche ich die ja nicht mehr. Ah ja, perfekt. Es ist kurz angegangen und hat dann aufgegeben im Strom. Wie kriegen wir das jetzt zum Fahren, Mädels? Ja, vielleicht doch die Sicherung, ne? Vielleicht hat es doch was mit den Sicherungen zu tun. Aber wo müssen die rein? Nehmen wir mal das schlaue Handbuch. Ach ne, das haben wir schon weggeschmissen. Perfekt. Ah ne, doch, da hinten ist es doch noch. Ich mache einfach hier jetzt meine Sicherung rein.
Vielleicht soll ich vorher ausmachen. Ja, das besser ist es. Ja, safe kommt einer rein. Strom ab. Wenn der Strom ab ist, geht das Ding ja aus. Ne, guck, das lag nämlich durch auch in Sicherheit. Warte mal, warte mal. Ah. Oh, oh Gott. Oh, Alter. Das Junge. Ich bin richtig erschrocken. Ich hatte gar nicht erkannt, dass das funktioniert. Krass. Jetzt muss es gehen. Das ist nämlich dieser Fußswitch. Das habe ich mir schon gedacht, weil das ist ja eigentlich für Kinder, dass wenn man runterfällt oder so oder abrutscht, damit man nicht mit einem Gasklemmer. Oh! Alter! Reverse! Oh. Das geht ganz schön gut. Das geht richtig ab. Was? Du kannst ja mit Wheelies machen, ne? Warte mal ganz kurz. Annika, Grüße gehen raus. Scheiße. Ja, auch vom ersten Mal Gas geben. Oh, perfekt. Oh nein. Schnitt, das muss raus, der Vermieter. ja, geil. Ich würde sagen, wir packen das Ding ein und fahren auf den Spot und probieren das mal draußen, oder? So, wir sind jetzt angekommen auf einem abgesperrten Privatgelände. Hier mit dem Teil. Ist so witzig, der Helm sieht schon fast größer aus. Und ich würde sagen, ich setze ihn jetzt mal auf. Wir wissen ja nicht, was uns erwartet. Und dann geben wir mal Gas mit dem Teil. Ich bin mal gespannt, wie schnell das Teil in echt jetzt fährt. Ob das kickt oder ob das eine Enttäuschung ist. Wir werden es sehen. Ich muss sagen, dafür, dass ich fast 2 Meter bin, klar ist das hier eng, aber das ist ja für Kinder gemacht. Es ist halt so krass, dass dieses Spiel beim Gas geben, also das stelle ich mir auch für Kinder voll schwierig vor als erstes Feedback, dass du hier, da passiert nix, zack und sofort. Da erschrecke ich mich selber. So. Ich fahre jetzt einfach mal in die Richtung und gebe mal Vollgas. Hier werden Highspeed-Rekorde gebrochen. Also quadtechnisch, wie man das kennt, ist es schon ein bisschen am Umkippen. Vor allem, weil der Schwerpunkt so hoch ist, weil ich so groß bin. Ne? Mal gucken, wie das hier so... Wo ist denn vorne und hinten die Bremse? Links ist hinten, habe ich getestet. Alter! Richtig gut! Bin ich oben? Ja, ach nee, ja. Nur vorne, ne? Nee, ich dachte, warte mal, ja, noch mal, ich glaube echt, du warst nur vorne oben. Hey, das hat sich auch viel zu leicht angefühlt. Okay, noch komm, einmal machen wir das noch, links rum. Mach doch mal ein Wheelie. Ja, Wheelie kommt danach. Yes, nice. Wie geil! Alter, das geht richtig gut! Ah ja, das Problem ist, das ist so ähnlich wie bei dem einen oder anderen Elektroroller, die ihr aus der Stadt kennt. Der nimmt sofort das Gas weg, wenn du die Bremse berührst. Das ist also für mich ein bisschen schwierig. Gleich am Kipppunkt, sage ich. Genau, ich muss gleich am Kipppunkt sein. Aber und darf eigentlich nicht bremsen. Alter! Digga, das geht so gut! Länger als die Wheelies als mit einer SMTR? Alter. Machen wir noch höher. Meinst du, es geht noch höher? Ja, natürlich. Ja.
Das schaut so witzig aus. Alter! Ich fahr gerade aus, du. Guck mal. Das war Kipppunkt. Ja, ja, mal da, nochmal. Oh, das war krass. Yes! Yes, Digga! Let's go! Alter! Was? Wow. Alter! Das Junge, echt witzig aus. Digga, das macht so Spaß. Ey, das macht so Bock. Damit kann man richtig viel machen irgendwie. Spring doch hier mal. Hier so. Alter! Oh Gott. Oh Gott. Gott sei Dank sind wir nicht beide 5 Meter groß. Ja, das sieht so geil aus. Oh! Das war der perfekte Kipppunkt. Was? Oh. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Ich glaube, ich habe zu sehr am Lenker gezogen. Alter, was? Wie ist das denn passiert? Warte kurz. Ja. Ja, geht wieder. Stabil. Oh, was? Nice! Oha! Geil! Also es macht echt ein bisschen Bock. Also es macht schon echt Bock. Ist schon wirklich witzig. Ey, also ich hätte echt nicht erwartet, dass so viel damit geht, ja, dass wir überhaupt irgendwas hinkriegen. Das stimmt. Und das Elektro und so, Alter, als ich ein Kind wäre, ich hätte das. Voll, also ohne Scheiß, stell dir mal vor, du wärst so 8. Das wäre ein Traum. Ich muss ehrlich sagen, mich hat das Ding richtig überrascht, richtig umgehauen. Ich finde es extrem witzig. Und eigentlich fast sogar geiler als so ein Mini-Motorrad irgendwie, weil man noch mehr rumspielen kann. Ich glaube, für uns ist es auch mal was anderes mit einem, ja, Quad, so mit 4 Rädern. Das kennen wir eigentlich auch nicht. Total. Ey, geiles Teil. Das müssen wir mal gegen ein richtiges Quad vergleichen. Nee, aber wirklich, hat richtig Spaß gemacht. Und ja, ich kann nur sagen, wenn ihr entweder 12 seid, dann fragt eure Eltern und gönnt euch so ein Teil. Oder wenn ihr vielleicht sogar schon Kinder habt, also das wäre echt, ich glaube, jeder Kindheitstraum mit, ich kann es nicht einschätzen, mit 10? Ich glaube auch 10. Ab ich hätte wahrscheinlich mit 6 wäre ich da schon raufgestiegen. Da war ich ja schon in der Schule. Das hätte ich schon irgendwie hingekriegt. Mit ordentlicher Schutzkleidung, mit Überwachung von den Eltern. Ja, das wäre schon geil gewesen. Ach, wir haben noch den Rückwärtsgang. Oh ja, stimmt. Einmal müssen wir irgendwas im Rückwärtsgang machen. Meinst du... Ach, ja, aber was kann man im Rückwärtsgang machen? Eigentlich. Was doch geil wäre. Was? Stell dir vor, wir hätten davon 5 Stück, jeder von uns. Das sage ich aber auch haben immer. Haben ein paar Hütchen und machen damit ein Rennen. Das sage ich nämlich auch immer in meinen Videos. Das Geilste ist wirklich immer, wenn euch was gefällt, dass es eigentlich auch deine Freunde haben. Ja, ne? Voll. Weil dann hast du immer Bock und, aber wenn nur du quasi der Einzige bist, in Bezug auf mein Elektrobike zum Beispiel, dann ist es wieder scheiße. Weil wenn das nur ich habe und du hast keine anderen Jungs, die das auch fahren, kann man das immer schlecht vergleichen. Genauso ist es mit sowas. Damit kann man schon auch ein bisschen Spaß haben, wenn wir halt 4 Stück hätten und würden hier uns so einen kleinen Parcours aufbauen. Das wäre echt witzig. Einfach nur so als Gaudi. Auf jeden Fall. Wer weiß, wir werden es sehen. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, wäre ein Däumchen wie immer ein Träumchen. Tragt natürlich immer Schutzkleidung, nicht wie ich jetzt am Ende ohne Helm. Aber ja, ich würde sagen, wir sind ja Profis, ne? Nee, also es war ja jetzt auch nicht bei so hoher Geschwindigkeit. Genau. Und genau, sonst sehen wir uns übermorgen im nächsten Video. Bis dann, macht's gut, peace und haut rein in den Landratten.
Podcast.